Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, der hier mit 9.1 in Torghast dazugekommen ist. Und zwar haben wir hier den Erfolg 2 fürs Ohne und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt im Torghast Turm der Verganten einen Boss, während die Qual verstärkt aktiv ist, ohne während des Durchlaufs jemals schlundgebundene Zwielichtsruferin zu töten oder ihren Zauber zu unterbrechen. Was müssen wir dafür jetzt genau machen? Wir müssen in einen der Torghast-Runs hinter uns reingehen. Und zwar ist es so, dass ich das in einem 12er-Run gemacht habe. Es geht aber bestimmt auch 9, 10, 11. Da könnt ihr euch das eigentlich aussuchen. Und wir müssen jetzt erstmal reinschauen und testen, welchen Debuff oder welche Debuffs im Plural wir hier bekommen. Denn wir brauchen die bestimmte Qualverstärkung. Und da gucken wir jetzt einmal rein. Können wir uns jetzt einfach hier anmelden. Jetzt machen wir mal hier den 12er. Und zwar müsst ihr da, wenn ihr das Achievement machen wollt, am besten jeden Tag mal gucken. Denn immer mit einem Daily Reset resetten auch die negativen Affixe in Torghast. Ja? Und die seht ihr immer hier unten. Da haben wir die Segen sind die positiven und Qual sind die negativen. Und hier brauchen wir Verstärkung. Und das ist dieser hier. Wenn der aktiv ist, dann können wir das Achievement angehen. Wenn der nicht aktiv ist, dann müsst ihr in dem anderen Torghast-Teil mal gucken. Da sind die nämlich teilweise unterschiedlich, die Qualen. Beziehungsweise dann halt am nächsten Tag, übernächsten Tag gucken. Irgendwann switcht er es schon und ihr kriegt dann quasi Verstärkung. So, was macht Verstärkung? Im Endeffekt ist das komplett Torghast bis zum Endboss komplett egal. Könnt ihr ganz normal durchspielen. Und erst beim Endboss ist es so, dass bei Verstärkung nicht nur der Boss alleine da ist, sondern nochmal zusätzlich ein Mob kommt. Ich habe das hier mal schon einen Run durchgespielt. Ihr seht, hier haben wir einmal den Boss und dann haben wir noch die Verstärkung dazu. Und wir müssen jetzt den Boss umhauen, ohne das Ed vorher zu töten. Das Ed hat ein gutes Stück weniger Leben, vielleicht ein Drittel. Und das castet die ganze Zeit so ätzende Cast, vor allem die slowen euch und das kann man auch nicht mal wegshapeshiften. Also ich denke mal mit Freedom und mit nichts wird das funktionieren. Ich habe hier versucht am Anfang den Boss zu convoken, habt ihr gesehen, der hat mich schon ganz schön überrannt, knapp überlebt und jetzt ist es so, dass ich einfach hier den Boss versuche alleine umzuhauen und das Ed da hinten stehen lasse. Das Positive, was ich habe hier einen Effekt, dass um mich rum, dass ich nur getroffen werden kann, wenn dementsprechend die Mobs in der Range von dieser Melee-Wolke sind. Heißt, wenn ihr den Trade kriegt, ist für das Achievement auf jeden Fall von Vorteil. So, ihr seht, ich habe hier so ein Stack drauf, dass ich ultimativ slow bin. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn ihr aus irgendwelchen Sachen bei den Bossen rauslaufen müsst, wie zum Beispiel hier den Charge. Ihr kommt da nicht mehr raus. 80% geslowt wird schwierig. Da solltet ihr dann schauen, dass ihr es in der Stufe macht, wo ihr defensiv genug seid, dass ihr solche Sachen einfach überleben könnt. Ich im Bären überlebt das, da ist es kein Stress. Aber, ja, ihr seht, er stackt hier schon wieder hoch, also das ist dann schon relativ kritisch. Und ja, ihr seht, wenn ich im Bären übercharged werde mit genug Active Mitigation, dann sterbe ich da nicht, kriege kaum Schaden. In der Eule wurde ich auf 10% runtergehittet, deswegen müsst ihr da so ein bisschen gucken, was für ein Boss ihr habt, beziehungsweise ob ihr irgendwo rausmoven müsst. Und ihr seht, ich habe den Typen einfach hinten ignoriert, nur den Boss runtergedpst, Achievement kam. Mehr ist es eigentlich nicht. Schwierig ist das Ganze nicht. Man muss halt, wie gesagt, nur mit dem Movement oder mit dem Movement-Debuff ein bisschen auskommen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement-Guide. Wie gesagt, richtige Qual kriegen und dann beim Endboss einfach nur den Boss töten und nicht das Ed. Das Ganze ist übrigens auch Teil von dem Meta-Achievement. Die anderen drei Achievements, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich, glaube ich, in den ersten 2-3 Runs in Torghast nebenbei bekommen, ohne sie speziell zu aimen. Solltet ihr da noch Fragen haben, schreibt gerne auch dazu was in den Kommentaren, aber ich habe ehrlich gesagt nicht vor, da ein Video zu machen, weil das sind so Sachen, die kriegst du sowieso nebenbei, wenn du in Torghast unterwegs bist. So war es zumindest bei mir. Gut, dann sind wir damit am Ende von dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.